Moin, Leute! Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. Direkt im Anschluss. So, nein, ein Wichser. Also. Bin er da? Sicherer, ja, ich sicher doch. Geh raus, deck mich. Aufpassen! Die Kultisten haben's auf den Hangar abgesehen! Ja, wahrscheinlich, Mann. Wir haben es auch auf alles abgesehen. Bin hier. Haltet euch bereit! Hör ich die Wichser doch mal an. Let's go! Ja, oh mein Gott, geschafft! Ich habe einen erwischt! Auserwählt am Arsch! Zurück! Ich erledige die Scharfschützen auf dem Dach! Wo sind denn die Scharfschützen? Ja, die sind jetzt weg, würde ich mal sagen, wa? Ich hab doch selber einen Scharfschützen dabei. Hau sie weg! Wo ist meine Scharfschützin? Ah, das ist gerade die Scharfschütze. Hoppala. Ich komm zu dir. Lass die Schläge fahren. Ich brauche den Platz. Oh, die sind weg, Alter. Okay, er wollte einfach wieder aufsteigen, auch gut. Bleib auf Distanz, ich bombardiere die Typen. Bevölkerung Bratata. Bleib auf Distanz, ich bombardiere die Typen. Ja, ich bin auf Distanz. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Los. Und tschüss. Wer hat überlebt, der Sack? Er steht aber noch. Okay, jetzt sollten wir eine Wahl haben. Ich komm runter. Könntest du uns mit den Taschen helfen? Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Nicht? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht. Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst. Kim. Schicker Sidecut. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Tat mit der Lautmann. Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Oh, er will einen Sohn haben. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ja, sie bleiben hier. Locker. Ja, der Beauty. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Hm? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance.
Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Alles klar. Die sind am Ende einfach beide gestorben. Ich nehme wieder das Flugzeug. Ja. Ringman. Ein Flügelmann. Anschnallen und beten, habe ich freigeschaltet. Eine echte Mom des Jahres. Die Familie Rai war schon hier lange, bevor die Stadt gegründet wurde. Ich habe mir schon so manche Nacht mit Nicks Vater im Spread Eagle um die Ohren gehauen. Ist ein guter Junge. Kümmer dich um die Familie, Deputy. Sie gilt als Symbol der Hoffnung im gesamten County. Okay, oh, der ist tot. Ich habe keine Muni mehr dafür. Jetzt habe ich so viel Pistolenmuni, aber keine für den Bogen. Ja, der Typ hat die easy platt gemacht, wie ich sagen. In Ordnung, es ist los. Ich suche mir einen besseren Winkel. Bin unterwegs! Ich brauch Hilfe! Nur voll dabei, Bro. Hola, Senoro. So habe ich nicht vor abzutreten. Ne? Eigentlich würde ich gerne weiter Bogen spielen, aber wenn ihr schon als Schrotze liegt, ich brauche eh ein paar Schrotzenkills. Weil ich habe jetzt vorgenommen, diese komischen. Da, diese. Dinger hier zu machen. Und Kills mit Schultern brauche ich 10 Stück dafür. Ich glaube, ich arbeite die einfach von oben bis unten durch. So, ich will wieder die Kräuter. Eigentlich wollte ich gucken, was der kann, wa? Der hat eine Schrotze, glaube ich, für den Nahkampf ist ja ganz geil. Oder ich mach den Bombengriff. Komm, ich nehme den halt den Scheiß auf. Okay, kehre zur Basis zurück. Ich komm zu dir, Partner! Scott Crayford. Ja, okay. Alter, der macht einen Backflip. Die Laurels haben angerufen und einen Wasserschaden in ihrem Bunker gemeldet. Sie haben ihn aufgegeben, aber wenn wir da reinkommen, können wir alles behalten, was wir daran finden. Ein direkter Treffer! Okay, nice. Wir wollen das Ganze für sich allein. Aber das werde ich nicht zulassen. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. Wir können kaufen und verkaufen. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Diese verfluchte Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben, aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Das Gesetz hat hier nichts mehr zu melden. Es gibt keinen mehr, der uns beschützt, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Alles, was zählt, ist überleben und satt zu werden. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, falls du Interesse hast. Munition, Ausrüstung, nützliches Zeug in Zeiten wie diesen. Ja, wenn du mal aufhörst zu reden, dann kann ich auch kaufen. Hast, zahle ich gutes Geld dafür. Das spart mir eine Menge Zeit. Die Welt ist gefährlich geworden. Wenn du irgendwelche Peggys siehst, dann knall sie ab, ohne nachzudenken. Ja, mach ich immer. Kein Ding. Erstmal Beute verkaufen. So, dann. Die Schrotze, die nehme ich mal weiter mit. Was ist denn das für eine Schrotze? Die ist nice, aber 3,6, Mann. 3 fucking 6, Alter.
Double, okay, auch geil. Ha! Ist das nicht nur Spaß? Ja, okay, da war mein Spaß 12, steht da sogar. Brand 7-2, Mann, nee, Alter. Die ist gesperrt, echt? Ich möchte die bitte Details ein, aus. Anpassen. Hier gibt es auch noch krasse Zeug, Mann. Schalldämpfer. Eckiger Schalldämpfer. Mach die Waffe quasi lautlos. Ideal, wenn du es leiser, aber tödlicher möchtest. Damit wird deine Waffe lautlos. Keine Sorge, wegen der eckigen Form. Ecken produzieren keine Geräusche. Wow. Das hier kostet ja auch gleich, weil der einfach nur... Der ist halt einfach größer und sieht krasser aus. Alter, echt jetzt? Mann. 500. Wäre eigentlich schon geil, so einen Schalldämpfer mal. Bei 1,7 für so eine Schrufflinte jetzt? Ah, Leute, ich weiß ja nicht. Erstmal gehen wir auf den Bogen. Bogen wird die Nummer 1. Schon ziemlich nice, ne? Kaufen wir. Okay, dann gucken wir. Und Schleuder ist eigentlich auch ganz cool. Ja, scheiß drauf, wir nehmen die Schrotze, Mann. Was ist die denn so viel krasser? Die ist überhaupt nicht krasser. Ist ja die gleiche, aber das ist halt die kurze Version. Und die ist trotzdem genauso. Gleiche Genauigkeit, echt? Okay, interessant. Kostet 1,5 halt. Ich weiß ja nicht. Bisschen strange, ne? Ich nehme erstmal die. Und zwar in. Ach, die hat so ein geiles Rot nicht. Dann halt erstmal Standard. Mit einem schönen Rotpunkt und einen eckigen Schalldämpfer. Aber das Magazin kann eigentlich immer mal gebrauchen, oder? Wenn ihr eine gute Sniper. Ja, die ist halt. Aber automatisches Gewehr wurde entworfen, um Fernbeziehungen am Leben zu erhalten oder zu töten. Alter. Lieder liebring sowas. Was ist denn, alter Karabiner 308? Kann doch nichts werden. Jakobsgewehr, okay. Gute alte Jakob. Die ist schon krasser. Die ist halt mega heftig einfach. Was ist denn das? Irgendwas, das ist doch die hier, oder nicht? Ja. Hat nicht so eine. Nicht so eine hohe Feuerrate, aber die ist halt krass genau, Mann. Egal, ist hier noch irgendwas Spannendes? Nee, ne? What? Schaufelwerfer? Raketenwerfer, RPG, ja, okay. Schaufelwerfer? What? The fuck? Aber naja. So, zwei Waffen. Gegenstände. Was sind Gegenstände? Panzerung ist immer geil. Kaufen. Kaufen. Aber immer wichtig. Oh, ich will Wurfmesser haben. Haben wir schon. Okay, auch gut. Ich mach mal. Ohne Witz, ich mach mal Munition. Scheiße. Und ich habe, glaube ich, einen Skillpunkt. Aber wir können uns noch nicht die mehr Pfeile holen. Die will ich mir als nächstes eigentlich holen. Okay, ich brauche 8 dafür. Alles klar. Boah, Alter, die Schrotze, man, die ist doch. Ich schaffe das. Die ist schon krass, ne? Hey Mann! Wer bist du denn? Und du bist auch freundlich? Du bist feindlich. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich hol mir den Gegner von der Seite! Oh oh. Oh lol! Hast du gut gemacht, Dude? Das war eine knappe Sache. Bin froh, dass ihr alle noch lebt. Wow, ist geil. Ja, hier brennt alles. Und wir gehen. Ach, sollen wir direkt die nächste Mission machen? Soundflugzeug, das ist eigentlich auch ganz cool. Wie wär's, wenn wir direkt die nächste Mission einmal machen?
Weil ich hätte den Maverick auf eine hier müssen. Ich hätte recht erwischt, man. Nice. Komm schon. Bitte sehr. Ich darf nicht sterben! Wieso rennst du dann ins Feuer? Okay, dann nicht. Ne, lass mal nicht die Hauptmission machen, sondern erst eine Nebenmission. Und zwar Prepper-Versteck. Da habe ich keine Lust drauf. Hallo. Wen habe ich als Kollegen dabei? Ich habe. Ja, ja, klar, den. Logischerweise. Ich glaube, brauche ich erstmal nicht, sondern ich gehe jetzt erstmal auf. Ey. Pflanzen sammeln. Kein Ding. Irgendwann muss man ja auch mal sein Flugzeug auftanken, wa? Kann auch mit der Schrotze doch auch jagen gehen. Geht doch oft mit Schrotzen jagen, oder? Rotkugeln, das weiß ich nicht. Jetzt einfach gar nichts. Ich finde immer diese. Diesen Wechsel von hell zu dunkel ist. Das ging schon. Von hell zu dunkel ist eigentlich ziemlich geil. Allerdings. Das ist halt echt krass, wenn du aus dem Gebäude rausgehst und so. Ne? Ich meine, das ist halt nicht logischerweise auch so, aber. Nimmst du die mit? Den nicht mit. Immer gut, sowas dabei zu. Wenn es einen Widerstand gegen diese. Ich red die an und geh einfach weg. Ja, was ist jetzt anreden? Ich habe ja keine Stimme in diesem Game. Wieso habe ich keine Stimme, Mann? Das war mit Jason so geil und auch mit. Mit AJ war das krass. Geh raus, deck mich! Habt ihr den gesehen, Alter? Das war ein Kopfschuss? Klasse Kopfschuss. Bin hochgesprungen. Der fucking Blitzspasti hier. Ist ja nicht so, als brauchen die das noch. Ist ja nicht so, als brauchen die das noch. Ich hab da gerade noch einen Sniper gesehen. Oder bin ich dumm? Ah, da ist dir die Kacke. Ich geh ans das schaffst du doch niemals. Ich brauch hier. Da. Was zum? Auf dem Weg! Lesen! Prepper-Notiz, mein lieber Göttergatte, der Bunker steht unter Wasser, schon wieder! Ah, na toll. Wir wollen mit dem Kram da drin dem Widerstand helfen. Wo ist der Schlüssel zum Schuppen? Ich muss da rein und die Wasserpumpe einschalten. Dein Frauchen. Wow. Haben die keine Handys in diesem Land? Kommst du glauben? Im Suchgebiet, okay. Ist jetzt nicht benötigt. Was war das, Alter? Da ist nichts seltenes, aber was ist hier noch was? Nee, ne? Ja, okay. Nehmen. Schlüsselkarte, wow. Mal kurz Luft holen und gucken, aber sonst ist hier nichts. Ah, okay, da muss ich jetzt Wasser abdrehen. Bevor ich da hinkomme, schätze ich mal. Ja, von der Leiter kann ich nicht schießen. Wer hat mich da gesehen? Nicht so geil. Ist ja dumm jetzt für dich. Oh, die armen Bienen. Egal. Aufschließen. Nö. Wow, was ist mit euch los? Gönnt euch das, Alter. Wie die abgehen. What the fuck?
okay, auch wenn die... Ah, okay, sie haben aufgehört. Achso, da muss ich jetzt... Baller. Den Hebel einlegen. Waffe entsichert! Ich hab gar keine Zeit für euch. Das war knackt. Tiefseetaucher abgeschlossen. Und nebenbei noch voll der Kampf am Start, aber ist egal. Geld, Geld, Geld. Wollten den Widerstand unterstützen, jetzt haben sie ihn unterstützt. Und ich kann ja nichts sehen, weil ich überall voll bin, weil ich gerade so schön viel gekauft habe. Ich brauche mehr Überblick. Okay. Boah, weiß, alles weiß. Wir kommen dich holen! Alles in den Türmen! Oh, das ist ein Fass, das ist gar nicht geil. Ja, geh weg. Oh, es verarzt dich. Ich hab da extra erste Hilfe-Shit. Wo kommen denn die Idioten alle her? Ja, du bist auch weg. Ich bin dann, ja. Zum Glück brennt das Haus nicht ab, wenn hier alles immer unter Flammen, unter Flammen steht. In Flammen steht. Positionswechsel. Ist noch ein Dings oder was? Wollen wir was dagegen unternehmen? Unternehmen da. Ja, wir unternehmen da was gegen, aber nicht diesen Part, Leute, sondern erst im nächsten Part. Und damit will ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!